Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Wartet mal ganz kurz. So, jetzt ist die Creme nicht, kann die Creme nicht mehr irgendwo hin. So, gut. Ich hab mir am Arm was eingekriegt. Entschuldigt. Ja. Also, ich habe euch am Mittwoch erzählt, dass es gerade bei uns nicht so leicht ist. Und ja. Jetzt wollte ich euch erzählen, was so mein Plan ist. Also mein Plan momentan entstand. Also ich versuche, auch wenn ich jetzt gerade gefühlt alle 5 Minuten in Tränen ausbrechen könnte, versuche ich es so ein bisschen, nö, ich lasse fließen. Ich gebe zu, ich lasse einfach fließen. Ich heule auch gerade echt viel. Also ich muss gerade viel mehr trinken als sonst, weil das, was ich trinke, ist gerade so das, was reicht, was wieder rauskommt durch die Tränendrüsen. Ah, ich drücke gerade voll auf die Tränendrüsen, ne? Nein, das war jetzt keine Frage. Das war keine Feststellung, Mami. Ja. Auf jeden Fall, mein Plan ist jetzt, wenn ich jetzt, da ich leider aufgrund von der ganzen Situation auch gerade echt schlecht schlafe, wenn ich jetzt nicht spätestens bis zum, ich glaube, ich nehme den Montag. Wenn ich Montag nicht schlafe, bis Montag immer noch nicht viel mehr geschlafen habe, werde ich Dienstagabend mal mir eine Schlaftablette nehmen. Mir mal eine Schlaftablette. Ich werde dann eine Schlaftablette nehmen, um dann mal wieder richtig zu schlafen. Und dann am Mittwoch fange ich dann an, unseren Dachboden erstmal auszuräumen, weil da sind viele alte Sachen von mir, wo man auch viel wegschmeißen kann und so. Und wenn ich den Dachboden dann, mein Plan ist, den Dachboden komplett leer zu räumen, um dann weiterzumachen mit dem mit meinem Zimmer. Und nach meinem Zimmer kommt dann das Wohnzimmer. Und ja, ich hoffe, dass ich dann eben, bis alles dann so eingeräumt und ausgeräumt und überhaupt rumgeräumt ist, dass es dann irgendwie etwas gibt, was man handfest sagen kann zum Thema. Weil ich werde das jetzt natürlich nicht alles innerhalb von 2, 3 Tagen eingeräumt bekommen. Das ist ja so viel Zeug. Ich schätze, ich brauche schon Minimum den ganzen Winter über. Ja. Bauhaus, mach es zu deinem Projekt. Da gab es doch mal diese Werbung. Oder? Ja, doch, ich glaube. Oder Praktiker. Ja, egal. Das ist jetzt mein nächstes Projekt zu diesem Bezug. Und voraussichtlich, egal wo ich dann hinziehe, egal wo wir hinziehen, ich werde wahrscheinlich nicht mal viele Sachen auspacken. Ich werde dann wirklich spartanisch leben für meine Verhältnisse, weil groß auspacken, glaube ich, bringt gar nichts. Für mich so gefühlt, weil wozu auspacken, nur um dann irgendwann wieder einzupacken und dann wieder umzupacken. Und deswegen glaube ich für mich, meine Idee ist dann tendenziell lieber erstmal in einem Kistenverhau zu leben. Im Zweifel ein Zimmer voll mit Kisten, die man dann eben, wenn es dann zum endgültigen Umzug kommt, wieder nur packen muss und dann wieder bloß ich sollte vielleicht Kleber mir noch beschaffen, damit ich die beschriften kann, was in den Kisten drin ist. Ja. Obwohl, ich plane ja durchsichtige Kisten zu nehmen, dann sieht man es ja. Ja. Naja, man wird sehen. Okay, ich kann euch leider gerade nicht mehr erzählen. Ich bin auch gerade etwas fertig. Ich werde dann jetzt hier das Video beenden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie würdet ihr Kisten packen und was sind so eure Tipps zum Aufräumen und Wegräumen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.